Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, wir sind in der Zuri City, wir haben das gerade mit so einem Bild gelöst in der letzten Folge und heute geht's weiter. Wir schauen jetzt mal um, was sich in diesem Haus hier befindet. In erster Linie mal Fußspuren. Pika? Na nu, was ist denn hier passiert? Ja, Pika, Pika. Oh, Pikachu mag die Beere. Oder hätte gern diese Beere. Aber da ist ein Loch in der Wand. Warum ist da ein Loch in der Wand? Ja, Pikachu hat es rausgefunden. Cool. Ah, ich liebe diese Zwischensequenzen. Ich kann es nur selten genug erfahren. Aber was ist jetzt zur Hölle passiert? Vielleicht erfahren wir was von den Bewohnern hier. Ja, dieser Lunk von dem Rocket trägt bestimmt wieder irgendeine Schandtat aus. Allem anscheinend hat noch nach eine, für die sie Pokémon brauchen, die Löcher graben können. Ja, die Rocket, die hacken immer so ein bisschen, ja, Unfug aus. Sieh dir an, was die Rocket mit meinem Haus gemacht hat. Sie haben mir sogar eine TM gestohlen, mit der man zum Beispiel Maggie oder Sandern der Attacke Schaufel dabei bringen kann. Okay. Die werden was wahrscheinlich nichts nehmen. Warte mal, kriegst du diese Bär geholt? Nein, kriegst du nicht gut. Pikachu hätte sie nämlich gern gehabt. Aber, an die kommen wir scheinbar nicht dran. Guck mal, da steht ein Rocket-Rüppel, was ist mit dem? Ey, du da! Du kannst doch nicht einfach so in anderer Leute Garten rumlatschen. Hä, was? Was ich hier mache? Ich bin einfach nur ein Passant, ist doch klar. Klar, ein bisschen verdächtig. Glaubst du mir etwa nicht? Nö. Du siehst schon so zwielichtig aus, Kollege. So. Dieser Rüpel fordert uns heraus. Er fängt mit einem Radikal an. Ich habe ein Pokémon von noch nicht gesehen in diesem Let's Play. Da bin ich mal gespannt, wenn wir uns weiterentwickeln. Wie gesagt, wahrscheinlich kriegen wir sogar in dieser Folge unser nächstes Teammitglied. Ja, ich hätte mal. Das Pikachu heilen können. Und unser Pokémon heilen können. Kriege ich es hin? Ja. Nein, Rutsch. Tschüss, kleines Radikal. Das war's für dich. Noch nicht ganz. Alles. Kein weiteres Teammitglied steigt in seinem Level auf. Na gut. Ist ja schon gut. Ich gebe die geschuldete TM zurück. TM10, Schaufler! Ich weiß gar nicht, was TM10 früher war. Ich habe Teleport. Ich gehe da mal weiter. Tschüss, bitte. So. Gut. Dann haben wir das Thema auch erledigt. Und wir machen uns mal kurz auf zum Pokémon Center. Ich möchte nämlich meine Pokémon heilen. So, falls ihr gerade einen Ton gehört habt, hat irgendwer mal gerade meine Dings kommentiert. Ich glaube, das hört man nicht. Ich hoffe, das hört man nicht. So. Ich habe eigentlich alle Töne aus, was das betrifft. Aber wenn es sein kann, es auch sein. Also, ich mal ein paar Gerüchte machen. Da war es nämlich gerade Facebook, das wieder ein bisschen kommentiert hat. So. Naja, wie mal sein. Wir machen heute weiter. Auf jeden Fall, wie gesagt, kann theoretisch sein, dass wir ein weiteres neues Teammitglied bekommen. Heute. Ich habe noch lange keine Gedanken gemacht, wie ich das Pokémon nennen soll. Voraussetzung, ich kriege es jetzt gleich. Ich glaube, es gibt es hier unten auf der Route. Ich bin aber nicht so sicher. Ansonsten müssen wir noch ein paar Folgen warten. So. Boah, Uschi geht mir auf den Sack. By the way. Gut, dann machen wir uns hier runter. Ich glaube, hier gibt es das Pokémon. Ich weiß es aber, wie gesagt, nicht. Route 5 sind wir mittlerweile. Ach du, mich ist auch neu. Ich glaube, du bist es nicht. Aber es hat sich gelohnt, weil dieser... Doch, es gibt es. Nämlich Fugado. Warte mal. So, ich hoffe, dass es jetzt ein männliches Fugado ist. Ich will sie beide mal fangen. Weil du willst, dass es ein weibliches. Ich brauche es nicht. Ich wollte euch beide fangen, ja.
Komm, wenn ich das jetzt. Wir haben ja Fukano. Wenn es das jetzt nicht. Wenn es jetzt auch weiblich ist, werde ich es auf jeden Fall fangen. Hey, Fukano wird unser nächstes Teammitglied, liebe Leute. Das ist ein männliches und es ist Level 15. Oh, ein großartiger Wurf. Geil. Das sollte es doch um einiges vereinfachen. Komm. Und zwar mit dem ersten Wurf. Das gibt gute Erfahrungspunkte für das Pokémon. Und wir haben ein weiteres neues Teammitglied. Ja, es hat einen Bonusmultiplikator von 4,9 neues Pokémon. Großartiger Wurf in einem Wurf. Koop fangen. Sehr geil. 284 Erfahrungspunkte. Level 23 Pikachu, Level 18 für Novi. Wir haben ein weiteres Pokémon im Team, Level 15. Fukano. Und damit herzlich willkommen Nummer 5. Wir haben also ein Feuer-Pokémon, das ist durchaus für die übernächste Arena von uns damit. Das ist nämlich eine Pflanzenarena und das wird Erika werden. Aber das dauert eine Weile. So, Fukano hat einen Eintrag im Pokédex angelegt. Wir haben ein neues Pokémon dazu. Das ist von Natur aus sehr zutraulich. Doch wenn jemand in seinem Revier eindringt, wird dieser wild angemeldet. Wie es bei Hunden tatsächlich so ist. Ha! By the way, wir haben ein Fukano im Team. Dementsprechend kriegt das natürlich auch einen Spitznamen. Und wird natürlich auch jetzt unser neues Pokémon. Ich überlebe gerade, wie soll ich dieses Pokémon nennen? Wer hat mich in den letzten Tagen oder Wochen, wie auch immer, ich habe ja schon eine Weile jetzt nicht mehr Let's Played. Letzte Woche, nächsten Tagen Let's Played. Ja, ich weiß, wie ich es nennen werde. Oder? Das ist ein Hund, das ist das Problem an der Sache. Eigentlich müsste ich tatsächlich dann so weiblich gefangen, bis ich jetzt eigentlich noch eine weiter weiblichen Abonnenten nennen sollen. Ich muss überlegen. Vielleicht fange ich mir neu. Ich weiß noch nicht mal, welches Pokémon ich als letztes mir holen werde. Deswegen werde ich dieses Pokémon noch einen weiteren anderen Abonnenten von mir benennen, der auch in den letzten Folgen mich genannt hat, nämlich Miguel. Auch ein YouTuber. Wird also quasi mein weiterer. Sein Kanal nennt sich Miguelchen. Jedenfalls Let's Player, genauso wie ich, diverser Projekte. Und du wirst mein Fukano. So, Dolly. Gut. Das heißt, wir warten jetzt noch einmal ein bisschen ab. Ich würde mir tatsächlich ein weibliches Pokémon. Ich will nämlich noch eine weibliche Abonnentin von mir dazu holen. Für meinen Kanal. Ich spiele übrigens ebenfalls Pokémon Let's Go Pikachu. Okay, Kev. Da kommt man anscheinend nicht durch. Ja, das hat auch seine Gründe. Aber wir können stattdessen die Unterführung nehmen, um nach Orania City zu kommen. Da drin ist bloß ein klitzekleines bisschen dunkel. Huch. Halt mal kurz still. What? Dein Haar zugeglitzert. Guck mal, das hat sich darin verfangen. Ein Beleber. Okay. Mit einem Beleber kannst du besiegtes Pokémon wieder kampfbereit machen. Ich habe auch einige Exemplare davon dabei. Hier gibt dir noch welche ab. Und zwei weitere. Also drei Beleber mal kurz von ihm geschenkt bekommen. Dankeschön. Cool. Wer weiß, vielleicht helfen sie dir in der nächsten Arena aus der Patsche. Ja, die nächste Arena wird übrigens nicht so ganz einfach. Also, glaube ich, das dürfte eigentlich sogar die schwerste Arena im ganzen Spiel sein. Warte mal ab. Kann sein, dass wir das... Ja, nächste Part wird es wahrscheinlich schwierig werden. Es kann sein, dass wir es im übernächsten Part bekommen. Ich weiß es noch nicht. Übernächst oder noch drei Parts. Ich weiß es noch nicht. Oh, sind das Verbotstickets, die du da hast? Ja klar. Aber für dich ist natürlich auch ein Zack. Echt cool, danke. Boah, jetzt sehe ich erst, dass das Tickets für die MSN sind. Die MSN ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff, das um die ganze Welt schippert. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, selbst an Bord zu gehen. Ein Traum wird wahr.
Und du bist ja auch wirklich sicher, dass du dieses Ticket nicht brauchst? Bei mir ist es auf jeden Fall in guten Händen. Ich werde es nicht verfallen lassen. Versprochen. Aber sag, wo hast du die Tickets überhaupt her? Weißt du was? Hä? Im Ernst? Du hast sie von diesem schlechten Pokémon bekommen? Das war in Wirklichkeit halt ein Mensch. Mann, ist mir das peinlich. Lass die Geschichte bitte, bitte schnell wieder vergessen. Also gut, ich gehe schon mal vor. Bis dann. So, wie gesagt, wir haben unser viertes Teammitglied im Team. Also fünftes, Entschuldigung. Nämlich Fukano. Ich möchte ja Akani gerne im Team haben. Das wird auf jeden Fall mein beschrieben. Aber ich habe doch keine Ahnung, welches Pokémon ich als letztes nehmen kann. Die könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ich das, was ich gerne hätte nehmen sollen. Oder für euch noch ins Team nehmen sollen. Oh, Alter. Na komm. Ein weiteres Lockparfüm. Lockt übrigens wilde Pokémon an. Für die Leute, die noch nicht wissen, was ist ein Lockparfüm. So. Was ist mit dir? Viele Leute haben den Dinge verloren. Das liegt wohl daran, dass es dort zu dunkel ist. Ja, daran wird es wohl liegen. Ein paar Sachen haben wir ja schon gefunden. Ja, diese Route wollen wir machen. Das ist, müsste die Route. Was war hier für eine Route? Unterführung verbindet ein Touristen mit Urania City. Okay, das hätte ich jetzt gedacht, dass jetzt ein Routen. Dings ist da oben, ist noch ein Item. Kein Item, ein Item. Nur Scheinsupertrank, sehr schön. So, das heißt, wir werden uns die beiden Trainer jetzt gleich holen. Ein Fukano. Und noch ein Fukano. Wer bist du? Hör auf, was mich zu belauschen. Okay. Dieser Trainer hat zwei Pokémon und der fängt an mit einem Sandan. Könnte ich natürlich auch ziehen, möchte ich aber nicht tatsächlich. Wobei es das für die nächste Arena, dadurch, dass es eine Elektro-Arena ist, deutlich leichter machen würde. Aber wie gesagt, wir werden ein anderes Pokémon ziehen nehmen. Ich vermute, dass es Vulcano sein wird, dass es das Geschaufler kriegt. Wie geht das meine Glutattacke ein? Und der Sander packt das tatsächlich. So, dann gehen wir jetzt weit kopflos. Weitere Attacke Glut. Body Check werde ich übrigens nicht benutzen. Fügt nur selber Schaden zu. Ich werde wahrscheinlich, na, wenn ich auf der MSM ist, sage ich die TM für Body Slam sein. Die ich dann natürlich dazu packen werde. So, und der hat ein weiteres Pokémon im Kader. Nämlich ein männliches Nidoran. Und dieses Nidoran hat keine Chance gegen meinen Pikachu. So. Du bist auch noch eine. Entschuldige, aber das ist die Privatsache. Ja, ja, ich möchte es ja gar nicht irgendwie belauschen oder sonst irgendwas. Du hast ein weibliches Nidoran. Jetzt lass mich raten, du hast danach nämlich auch noch einen Sonnenbrand. So, dann mit der Glutattacke mal drauf, noch hinterher. Das glaube ich wird gut tun. Das wird das Team wunderbar ergänzen, dass ich jetzt ein Feuer-Pokémon im Team habe. Nein, du hast ein Pummeluff noch im Team. Oh oh, dieses Pummeluff sollte ganz schnell weg. Ja, dieses Pokémon kann die äußerst nervige Attacke Gesang. Dass unser Team auf den Wein schläfern wird. Und das möchte ich ganz, ganz schnell verhindern. Damit kommt ganz schnell. Ah, Dankeschön. Auf Pikachu, kurz oder den Verlass. Aber weiterhin steigt das Team nicht an. Ich glaube, wir müssen tatsächlich noch ein paar wilde Pokémon fangen. Da liefen noch zwei Vulcano rum, die ich mir auf jeden Fall noch holen werde. Oder ein Vulcano. Das war dieses winzige hier. Was soll man da jetzt? Ach, wo ab, ja, genau. In dem Moment, wo ich es erfangen will, haut es natürlich ab.
So, weiteren großartigen Wurf. Ja, Mai. Uiuiui, das war natürlich nicht so brauchbar. Genau in dem Moment springt es natürlich hoch. Was ist denn heute los, Vulcano? Jetzt. Hoffentlich. Das könnte durch die Fangserie tatsächlich noch ein paar Erfahrungspunkte mehr geben. Und so dreht man dann seine Pokémon auch, ne? Ich möchte ja gönnen, dass Gara so schnell wie möglich das Gyarados haben. Level 18 für Rubs für unser Carpador. Noch zwei Level, Level 20, entwickelt sich das ja zu Gyarados. Hier ist noch ein Trainer, das ist gut. Das ist gar nicht mal so schlecht ist. Warte mal einen Moment, ich gucke mal gerade was nach. Ich will das Dings mal loswerden hier. Das Team entfernen, das brauche ich jetzt gerade nicht. Schicken wir das Pokémon an den Professor. Wirklich ganz stärker Bonbon. Ich wollte nämlich Glumanda nicht unbedingt ins Team nehmen. Das ist meiner Meinung nach zu viele machen mit dem mit den drei Startern im Team rumzulaufen. Ho, ho, ho! Ich zeig dir jetzt, wie ein echter Gentleman kämpft. So, guck mal, was er jetzt das Team nimmt. Was habe ich gesehen? Ein Evoli. So. Gut, dann gehst du mal mit. Oh, Evoli setzt ruckzuck die Beine auf Pikachu. Das kriegt das aber ziemlich bereut. Das ist kein Problem. Vulcano kommt gar nicht zum Zug. So. Ach, guck mal, Pummeluff. Das habe ich auch noch nicht im Team. Also nicht im Team, sondern das habe ich auch nicht gefangen. Ja, verfange ich natürlich jetzt beim ersten Versuch direkt. Ich habe ihn jetzt mit beiden Pokébällen getroffen. Komm, das reicht doch. Oh, oh. Ah, ne, Moment. Das kann das natürlich nicht. Das ist gut. Das kann ja Gott sei Dank nicht angreifen. Ich dachte, jetzt kommt es mit Gesang oder so. So, das Pikachu. Ah, Gott, das Pummeluff haben wir jetzt Gott sei Dank schon mal. 39 Erfahrungspunkte. Es reicht aber nicht, um ein weiteres Pokémon damit zu verpassen. So. Gut. Die zwei haben wir schon mal besiegt. Das Top-Sieg mit den Matrosen hier unten nehmen wir mit. Sobald wir dann Urania City sind, machen wir auf jeden Fall uns gleich einen kleinen Break, weil wir in der nächsten Folge werden wir uns wahrscheinlich um die MSN kümmern. Nee, eine Route kommt noch vorher. Übernächste Folge geht's auf die MSN. Ein Tentara hat er auf jeden Fall. Gut, dann geh du mal auf rechte Hand, dann hilf mir mal ein bisschen. Und bye bye, Tentara. So. Also die Taubsis hier unten ignorieren wir mal gekonnt. Hier gibt es noch zwei Trainer zu holen.
Dann sollte in der übernächsten Folge, wenn wir auf die MSN gehen. Und danach die Folge holen wir uns die Arena. Also es werden noch 3 Folgen dauern, bis die Arena down geht. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. So. Glumanda! Mal kostenlos. Das ist gerade nur das kostenlos beibringen, mal für Buddy-Check. Dann habe ich das im Sauerdown. Ich weiß auch nicht ungefähr welche. Ich weiß auch nicht genau, welches Moveset ich dem gebe. Aber das Glumanda hat ja mal überhaupt nichts mehr melden hier. So, relativ wenig kriegen wir die Trainerkämpfe. Das meiste wird halt über die gefangenen Pokémon passieren. Und du möchtest. Was ist? Was willst du von mir? Ich will kämpfen. Ich mag kämpfen, Gulisch. Mit deinem Knuffensa hier. Das Knuffensa da, das. Ja, das kriegst du wohl hin. So, Donnerwitz bringt ihm überhaupt nichts. So, und sollte das Knuffensa das stecken, was es nicht tut. Jetzt die Glut hinterher bekommen. Dieser Kurvenmodus ist ja vereinfacht das Ganze auf jeden Fall. Und man kann das ganze Ding ja mit einem Freund zusammen spielen. Ich habe ja da nur niemanden hier sitzen. Hätte ich ja gerne mal gehabt. Oh, Trail will Slam lernen. Brauchen wir nicht. Und das erste Level Up für unser Fukano mit Level 16. Aber kein weiteres für das Team. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge tatsächlich schon das Gyarados haben. Und damit ein herzliches Willkommen in der nächsten Stadt, nämlich Urania City, die Hafenstadt. Hier gibt es, wie gesagt, auch die nächste Arena. Aber das wird noch ein Momentchen dauern, liebe Leute. Ich muss jetzt mein Team ein bisschen, mein Moveset mal ein bisschen umbauen, auch bei Fukano vor allem. Ich hoffe, dass ich Kopfnuss und Schaufler gleich beigebracht bekomme. Wie gesagt, das Pummeluft da ist gerade ziemlich geschenkt. So, dann wird der Part nämlich hier ein bisschen länger werden als der letzte mit knapp 18 Minuten, weil der letzte relativ kurz. Ich denke, ich habe Parts mit 35 Minuten oder so. Aber wie gesagt, das muss auch immer ein bisschen mit dem passen, was in der Folge geschieht. Normalerweise war ich immer so ein bisschen routenweise und alles um und an oder geschehensweise. Also wie gesagt, bei Bill war jetzt klar, dass ich ihm die Route komplett nehme und Bill Silber mitnehme. Und dann hast du halt nur 18 Minuten. Jetzt haben wir hier einen etwas längeren Part mit momentan 23 Minuten. Wenn ich jetzt richtig auf die Uhr gucke. Okay, da wird der aber nicht allzu lange werden. So, einmal Kopfnuss für Miguel, also Fukano. Für Bodycheck raus. Weil, brauchen wir nicht. Ich mit der Attacke. Nein, Pummeluff ist kein Teammitglied. So, Miguel, dann weiß ich, ob wir in der Arena kämpfen werden, nämlich Fukano. So. Gut, liebe Leute. Dann war's das für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir uns wahrscheinlich um die nächste Route kümmern. Beziehungsweise, das werden wieder einige Trainer sein. Also, wir werden wieder unser Team drin. Ich hoffe, wie gesagt, dass danach die Entwicklung von Carpador zu ach, warte mal, Moment, ich hab noch... Nee, machen wir in der nächsten Part. Komm, wir machen jetzt Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Pokémon Let's Go Pikachu. Und dann werden wir uns einen Gutschein holen und uns die nächste Route widmen. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wir machen heute weiter. Wir wollen nämlich nochmal kurz beim Pokémon-Fanclub vorbeischauen. Das hatte ich eigentlich in der letzten Folge schon ein bisschen einklicken. Dementsprechend werde ich es jetzt machen. Weil der Herr da hinten hat sicherlich irgendwas Tolles zu erzählen. Was hat er denn zu erzählen? Der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ja, 100 Pokémon habe ich bereits gefangen. In keiner Hinsicht, wenn es um Pokémon geht, kann ich quasi wie alles was der Fall. Also, ich bin ja gekommen, um etwas über meine Pokémon zu erfahren. Ja. So schön, los geht's. Also, mein Galoppa ist mein absoluter Liebling.
Das ist unfassbar süß, klug und bla bla. Dein Fell ist so glatt und majestätisch und bla bla. Das siehst du doch genauso, oder? Du musst nichts sagen, ich verstehe schon. Es ist so bla bla. Jetzt, wenn du schläfst, ist es ganz warm und bla bla bla. Einfach wunderschön. Oh ja, ich liebe es. Es gab. Oh, hoppla. Wie die Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat. Danke, dass du mir zugehört hast. Hier, ein kleines Geschenk von mir. Ein Pikachu-Set. Ich hatte eigentlich gedacht, wir kriegen was anderes. Wir haben neue Klamotten. Das ist ein Klamotten-Set. Damit kannst du dich an das Ziel als Partner-Pokémon anpassen. Dann könnt ihr im Partner-Look auftreten. Du hältst es aus, indem du erst das Menü und dann den Beutel öffnest. Und wir machen das auch mal. Komm. Eigentlich werde ich demnächst mit einem anderen Set rumrennen, aber ich werde diesmal für euch das Pokémon Kopfdeckung. Die Pikachu-Kappe natürlich. Wir werden uns um Partner-Pokémon ziemlich ähnlich werden. Zack. Dann kriege ich das neue Pikachu-Shorts. Ja, wir werden so ein Pokémon immerhin. Pikachu-Schuhe. Und eine Pikachu-Tasche. Komm, wir gucken mal, ob es Pikachu ebenfalls kriegt. Kriegen wir es hin? Gut, da kriegen wir es nochmal so. Schade, ich dachte, ich könnte Pikachu jetzt tatsächlich ein Pikachu-Set verpassen. Gut, dann laufen wir als Pikachu rum. Oh, komm mal, uns jetzt das Pikachu. Pikachu. So. Ich dachte, der gibt uns nämlich jetzt den Gutschein fürs Fahrrad. Das hat er uns nicht gegeben. Okay. Jedenfalls ein Carpador. Ich muss übrigens nicht mit jedem jetzt hier quatschen, der ihr seht. Wir wollen uns auf die nächste Route begeben. Wie seid ihr danach? Im nächsten Part kümmern wir uns um die MSN und danach werden wir uns um den nächsten Arena-Leiter kümmern. Also es wird noch zwei Parts dauern. Hier ist noch einer Trainer-Coach. Weißt du, was mir an Route 11 gefällt? Dass sie aus zwei gleichen Zahlen besteht. Das sieht wirklich schon so ordentlich. Ich bin nämlich selbst ein sehr ordentlicher Trainer-Coach, musst du wissen. Willst du wirklich einen Trainer-Coach besiegen? Ja, klar. Dann, ich werde mich zurückhalten. Dann legen wir los.